Dankeschön. Mit Brauerei, kurz mit fränkisch-kulinarischen Gerüsten. Die Mürzbacher, denke ich, dürfen mit Recht stolz darauf sein. Mein Dank gilt allen Mürzbachern für die Arbeit zur Vorbereitung dieses wichtigen Tages für den Ort. Ich möchte jetzt bitten, dass sich die Experten kurz selber vorstellen. Ich werde beginnen mit dem ersten Bewertungsbereich. Der Herr Hoffmann werde ich jetzt gleich das Mikrofon reichen, damit Sie auch ein Gesicht haben zu unseren Kommissionsmitgliedern und sehen, was die machen. Blickt auf eine 1200-jährige Geschichte zurück, wobei man sagen muss, ehrlicherweise, diese Urkunde, die da immer herangezogen wird, ist etwa 500 Jahre später in Fulda von einem Mönch interpoliert. Heute wird man auch sagen, gefälscht worden. Ja. Der wollte nachträglich eben fuldischen Besitz hier schriftlich niederlegen. Es Grüß Gott, willkommen, liebe Leute, in unserem schönen Mürzbach heute, wo gleich die Kommission durchgeht. Mal sehen, wie unser Dörfchen die Prüfung besteht. In all den Büchern. Und die fahren da oben die Schuhe und dann laufen sie da rum. Wenn wir es raus. Okay, ich bin auch raus. Haben wir mal das da hinten? Ja! Ja! Bitte! Vorhanden ist, wo man sich bewusst ist, dass natürlich der Altort mit seiner historischen Bausubstanz etwas sehr Wertvolles für sie ist, aber auch etwas sehr Labiles, denn die alte Bausubstanz bedarf ihrer Pflege. Es müssen immer wieder auch Menschen gefunden werden, die bereit sind, solche Häuser zu sanieren und in ihnen zu leben. Das ist durchaus keine leichte Sache, weil heutzutage immer noch in vielen Orten die Devise vorherrscht, wir bauen lieber ins Neubaugebiet raus und dann bleiben eben die alten Gehöfte und die alte Bausubstanz leer übrig. Diesen Eindruck haben wir bei Ihnen nicht, aber ich glaube, das ist etwas,
woran Sie auch sehr stark weiterhin in Zukunft arbeiten müssen. Mösbach hat ganz viele Pluspunkte. Sie haben ein wahnsinnig lebendiges Vereinsleben. Ich habe diese Liste mal dabei, das war ja in dem Anhang dabei. Das sind, glaube ich, 3 Seiten, wo irgendwie Veranstaltungen sind. Da hat man ja in der Großstadt schon fast weniger Auswahl als Sie hier. Mösbach ist mein stiller Traum, der Heimatort. Wer ihn liebt von Herzen, geht nie wieder fort. 1210 Jahre ist er alt und geprägt von fachwerklicher Mannigkeit. Die Kommission ja schon in Mösbach begrüßen und beim Rundgang begleiten. Mir ist es ganz einfach wichtig, durch meine Anwesenheit auch zu zeigen, welch hohe Bedeutung wir diesem Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft, Unser Dorf so schöner werden beimessen. Wir haben bei der Renovierung versucht, dem Charakter des Hauses Rechnung zu tragen, das so historisch wie möglich zu machen, ohne dass man groß Einbußen am Komfort hat. Ich baue hauptsächlich klassische Gitarren. Ich habe für ein ganz besonderes Modell im Jahr 2007 den Bayerischen Staatspreis bekommen für besondere technische Leistungen im Handwerk. Auch noch weitere Auszeichnungen, da möchte ich im Detail nicht drauf eingehen, kann man auf meiner Homepage nachlesen, wenn man das möchte. Paul, die Damen und Herren der Kommission, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie unser schönes Kernland besuchen. Und da sitzen Sie jetzt oder stehen Sie momentan da, mein Pfarrer, Leute, gerade im sogenannten Herz der Gemeinde. Sicherlich wird entschieden drüben im Rathaus und auch bei meiner Kirchenverwaltung. Aber das, was hier immer den Ursprung findet, das findet hier statt. Ich habe gerade mit einem Herrn darüber gesprochen, es ist sehr interessant, der Bau, man sieht es von außen gar nicht, dass der interessante Raum sich hier öffnet, wenn man so mit dem hier hereinkommt. Wenn Sie hier in Anspruch genommen für Feste, für Feiern und so weiter. Das ist leider Folio an sozialen Sicherheit und Wissen auch. Ich glaube, das haben wir in der sozialen Sicherheit. Aber das ist noch nicht ausgeboren. Draußen schlafen die Kinder. Zurzeit führen wir eine Bestandserhebung hinten durch und dann sehen wir mal, wie konkreter die Bestand ist. In der Krippe. In der Krippe 18, ne, zurzeit. Nein, für 13 glaube ich, 10. Aber 18 sind angemeldet. Schulbildung finanzieren können. Das war die ganze Grundschulzeit. Die Kinder waren sensibilisiert. Die sind über sich hinausgewachsen, obwohl sie sonst, ich sage immer, sie müssen laufen. Haben sie ganz toll gemacht. Die Frau Rothe als Religionslehrerin hat vor allem das Projekt ja. Ansonsten. Wir kriegen dann diese.
Kreuzberg, da sind die Strecken ausgemessen mit Bullschlag und das Ganze, was halt da angegeben wird. Ja, gut, und wir sind darauf aus, ihre Gesundheit zu kontrollieren. Ja, das zu Ihrem Ort nur beglückwünschen. Sie können ja auch eine sehr lange Geschichte zurückweisen. Das sind also jetzt demnächst 1000 Jahre, wo Sie die Feier wahrscheinlich schon in Vorbereitung haben. Sie gründet auch als Teil des Bamberger Bistums. Sie sind wunderbar eingebettet hier in diese Maintalaue und sind auch sehr gut in die Landschaft mit eingebunden. Uns bleibt es, Ihnen noch einen guten Weg zu wünschen für Ihre kommenden Aufgaben. Morgen ist der letzte Bewertungstag und natürlich auch eine gute Hand für die Auswertungen. Dankeschön.